Hallo ihr Lieben, euer Girl sitzt hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Oh. Seven Wave. Mit meiner absoluten Lieblingsmission. Durstiger Fluss. Ist halt wie so eine PvP-Arena. Okay. Voll gut, ey. Du kannst dich echt nicht mehr an die Mission erinnern. Nö, aber wir sollten besser aufpassen, dass wir da nicht verlieren. Das wäre echt peinlich. Tun wir nicht. Na. Aber im Hard Mode ist schon nicht free. Vor allem mit Bonus, man muss echt schnell sein. Da, besiegt das Team von. Das ist einfach Battle Royale. Hä, und ist das. Das Battle Zeit, Royale? Nee, der Bonus ist auf Zeit. Der Geist, der verpufft dann irgendwann. Und ja, die auf einmal. Ne? Aha. Cool. Ja. Das wäre so cool, ist eine andere Frage. Wir müssen erst noch zur Arena hin. Ja, das ist halt ein bisschen unnötig, wie bei Aurora-Lichtung. Ach so, man kriegt Moralstufe dafür. Das stimmt. Das ist natürlich gut. Im Hardmode wichtig? Ich denke nicht unbedingt. Ja, den nehmen wir natürlich jetzt noch mit. Den Hong. So nervig, überall sind diese Fallen. Diese blöden Verschlinge. Ich laufe einfach genau den Pfad, den du läufst, dann kann mir nichts passieren. Ups, siehst du? Die Mission kenne ich schon eigentlich ganz gut. Erdzauberstab. Okay. Ich war gespannt. Oh, was ein Müll. Energie plus 5, wenn man verhext ist. Wer will freiwillig verhext sein? Das ist wie im Pokémon das Item Flammenorb. Weißt du, was das Item macht im Pokémon? Dein Pokémon brennt. Warum will man sein eigenes Pokémon anzünden? Permanent? Ja. Hat das irgendeinen Vorteil? Nein. Wenn man eine größere Herausforderung will, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist das schon die Arena hier? Mm-mm. Oh Mann. Da unten siehst du sie schon angebahnt auf Karte. Hier ist die Arena. Ja, den nehmen wir noch mit, den Hong. Oh, ich bin Sandriese. Oh, Riesenstampfer, nur zum Nerven. Wutsch. So ein Mist. Vor allen Dingen wieder so ein Toucher. Pestberührung, abscheuliche Berührung. Wo sind diese Toucher, ey? Ja, die sind halt. Wenn du wüsste, wärst nur angetoucht. Ist so. Ja, wenn man wenig anhat wegen der Hitze, da kommt man schon mal in Versuchung. I mean, die Paragonin, die ist ja so gewohnt, ne? Eben. Die auf jeden Fall. Elona-Schlüssel. Geil. Geht ja auch. Neidvoll. Ich glaube nicht. Gute Frage. Hä, und wo jetzt lang? Hä, da oben lang? Ja. Shit, ja jetzt habe ich wieder so leichte Erinnerungen. Vertrau mir, ich liebe die Mission. Die habe ich mir mal zum Spaß nochmal gespielt. Weil ich einfach so geil ist. Jetzt kommt er wieder und labert uns so. Ehe ihr aufsteigt und in den Riss eintretet, müsst ihr euch reinwaschen. Bro. Führt mich nach dieser Prüfung zum Runenkreis und ich werde das Ritual. Ich bin frisch geduscht, was will er denn? Eure irdische Unzulänglichkeit hinwegbrennt. Eure Aufgabe ist die Vernichtung einer Legion von Vergessenen. Vernichtet den Priester, der den Schrein hütet, sonst werden eure Gegner alle 2 Minuten wiederbelebt. Okay. Führt mich zu. Gerade mit dem Monk nervig. Feinde besiegt sind. Und ich werde euch die nächste Aufgabe zuweisen. Okay. Die Aufgaben werden schwieriger. Vernichtet alle Gegner am Pfad. Dann können wir den Runenkreis beanspruchen. Und ihr werdet reingewaschen. Erweist euch als würdig und ihr kommt dem Eintritt in den Riss einen Schritt näher.
Tja. Das war schon witzig. Ja, er wieder Ressorts beanspruchen. Erst nur ein Bossgegner, dann zwei, dann drei. So war das. Voll geil. I love it. Packen wir easy. Ja, im Hardmode ist es ein bisschen anspruchsvoll. Weil wie gesagt, die werden halt wiederbelebt. Da muss das Timing dann richtig gut stimmen. Ja, auch das. Ja, das ist nicht ohne. Aber auch machbar. Gut machbar. Trotzdem. Die haben es mit dem Vergessenen. Im letzten Part haben wir erfahren, warum. Der Priester war irgendwie so ein Hohlkopf und wurde von den Vergessenen nachts überrannt. Ja. So ein Geisterpriester. Wurde einfach überrannt von denen. Von denen, die Vampirohren haben und irgend so anderen Quatsch. Schon witzig. Vielleicht waren die damals heftiger. Das kann sein. Oder die die haben Hardmode gespielt oder sowas. Ja, oder das? Der muss weg. Sonst werden die jetzt gleich wiederbelebt. Alle wieder da dann. Ja, der ist schon mal weg. Aber wenn jetzt der Boss ein Monk ist und der Priester ist da auch hinter, ist so nervig. Glaubst du, ne? Hart, ja. Los, und dann zwei Minuten sind plötzlich dann ganz vier. Für den Bonus muss man einfach nur schnell sein. Deswegen steht ja schon so obligatorisch die Zeit. Und wann läuft die denn weiter? Wenn man da unten, das ist tatsächlich so fair, wenn man eine neue Arena betreten hat. Betrunkener Meister. Einfach eine Zwergenfähigkeit. Los. Besiegt das Team von Isha Shai und Hesper Sasso. Wichtig ist, dass man sich erstmal auf ein Team fokussiert. Ja, nehmen wir wohl das Rechte. Hoffentlich ist das Beste. Besiegen müssen wir sowieso beide, von daher spielt es eigentlich keine Rolle. Ich habe freundlicherweise abgenommen, weil ich so netter bin. Ich weiß auch nicht, wer da der Boss ist. Das ist ein Nekro, ist schon mal free. Weil wir wissen ja, was die für Fähigkeiten sind. Tödliche Kühlung, Orden des Vampirs. That's it. Da macht das wieder. Schau wieder. Oh Gott, guck. Schon wieder. Ja, ist doch gut für uns. Same shit, all over again. Yep. Schön auf den Priester. Priester, Priester. Priester, Priester. Ja, das ist echt ein Problem gerade. Ja, Simmer baut schon mal seine Geister auf, das ist schon mal geil. So, der Priester ist dieses Mal gar kein Geist. Okay. Ja, das ist nie ein Geist. Ja, ich hab das Gefühl, irgendwas mit der Rest. Nee, echt nicht. Hast dich verguckt. Das war wegen der Mission davor, weil da die Priester Geister waren. Hä, wurde der jetzt gerade? Ach nee, der hat sich zu leicht. Die hab ich umgebracht. Mit Speer der Wut. Ich hab den Speer übrigens offscreen angepasst. Dem voltaischen Speer, sodass er mehr Schaden macht. Nice. Hätt's gedacht. Isha Shai. Oh oh, wenn das auf 2 Minuten ist, dann kommen alle Gegner wieder. Von seinem Team. Ja, schnell. Ja, guck mal. Ja, beim Hardmode, die Heilung, glaub mir, ist nicht so einfach. Ja, klar. Dann stehen die plötzlich alle hier. Sind alle wieder in diesem Raum. Lol, alle? Ja. Gehen die denn auch aufeinander los, gegenseitig? Nee, nee, alle von seinem Team. Ach so. Sind trotzdem 2 Mobs, ne? Ja. Die dann gleichzeitig da stehen. Und dann im Hardmode. Nicht kann das Ende bedeuten, ne? Guck, wir waren nämlich jetzt über 2 Minuten. Was denn? Doppelte Erfahrungspunkte, wenn wir bei Akolyt Mr. Japanoboy Suke machen müssen. Ist so. Ja, es bringt ja drin eh nichts, weil man. Naja, wir kriegen ja noch Helden, die wir leveln müssen. Nach Nightfall vor allem. Was? Das hat er gerade random gefunden. Achso. Die vergessenen Shen, die Ruhestätte meines Volkes. Haben wir nicht genug gelitten? Das ist der King. Der löst sich jetzt auf. Wenn wir schnell sind, löst er sich ja nicht auf und wir kriegen den Bonus derzeit. Hoffentlich ist hier nicht der Monk. Hoffentlich ist hier nicht der Monk. Ich vertraue auf die weibliche Intuition.
Ist da der Monk? Es ist der Monk, ne? Es ist der Monk. Pack ich mit Rotz. Es ist der Monk. Scheiße. Müssen wir früher oder später sowieso töten. Das ist halt so. Ich komme hier nicht drum. Vor allem der Priester würde auch den Boss wiederbeleben, ne, wenn man den getötet hat. Das ist der Schlimmste. Oha. Deswegen immer erst auf den Priester. Für den Monk mega nervig. Es ist halt jetzt das Schlimmste. Oh, er ist tot. Ist auch der andere Penner hier. Joss, so Escher. Ja, ich war so frei und hab's mit dem Alkohol zusammen gemacht. Da! Macht schon tot. Schon verkackt. Nicht schnell genug. Hä? Ist das nicht krass? Hä? Wie hätte man das denn in der Zeit schaffen sollen? War das jetzt wenigstens der letzte Raum? Nein. Geht doch gar nicht. Ich glaube, der war irgendwo. Der hätte man beschützen müssen und schnell sein müssen. So was, glaube ich. Okay. Ah, egal. Wir haben doch eh voll viele Boni schon nicht gemacht. Oh, steckt der viel weg, ey. Sehen wir doch da, der Monk, ja. Und ich lade schon weg, bin ich blöd. Ich sag doch Wort der Heilung, ist okay. Ja, ist nicht ohne. Wie schnell ich bin, ey. Wow. Aufseher Phöbus. Diese Aufseher erinnert mich schon wieder an Nightfall. Mit den Zentauren-Käfigen. Ja, stimmt. Diese bekloppten Aufseher, die waren noch nicht ganz dicht. Die waren schon echt kacke. Das feindliche Team wurde wiederbelebt, da habt das. Guck mal, auf einmal wieder alles voll, siehst du? Ja, aber dafür sind die hier gleich down. Mann, wer schmeißt einen denn immer rum? Boah, ist das nervig. Das ist der Arkanist, ne? Mann, nein, jetzt gerade, wo er fast down war. Jetzt fängt er wieder an zu blocken, ey. So ein Arschloch. Einfach, wenn man es hasst, gegen Monks zu kämpfen, die sind so viele. Ja. Auf zum nächsten. Gaulens Haltung ist die Tigerhaltung. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Wie direkt zum Priester ist eigentlich clever. Weil gleich ist es wieder so weit, ne? Ja, weil die auch keine Chance gegen mich haben. Ja, die heilen sich schon krass immer wieder hoch. Ja, außer mit dem scheiß Blocken immer. Das ist natürlich kacke. Ja, für mich auch. Vor allem, weil Speer der Wut mich getroffen hat. Und der ist, glaube ich, free, so ein Krieger, oder? Mit Lähmung! Der haut schon die ganze Zeit mit Lähmung! Und macht gar nichts. Junge, er hat Lähmung! Ja, siehst du, kein Wunder. Lähmung ist so unfassbar schlecht, ey. Ernsthaft. Geile Mission, oder? Oh, aber gar nicht schlecht. Ich liebe die. Ja, aber das hätte man ja unendlich schnell machen müssen, ey. Für die nächste Phase bereit. Yay, jetzt kommt die Problematik, wenn man Paragon spielt. Ist jetzt eine 1 gegen 1 Mission, ihr Lieben. Jetzt wird's cringe. Pass mal auf, was euer Lieblingsgirl jetzt gleich macht. Was hat die denn für Nut? Oh! Das ist krass. Och, ich liebe die Obsidian-Rüste von Assassinen. Mm. So eine geile Rüstung. Eine der besten Obsidian-Rüstungen, finde ich. Tja, Erdzauberstab kann weg mit der Scheiße da drauf. Nicht gut. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Dann schmeiß die Schuppen noch schnell in den Thron, dann geht's los, weil das hier ist jetzt eine Mission. Erst jetzt eine Mission, wo wir diese drei Prüfungen absolviert haben. Krass, ne? Das sagt dir niemand im Spiel. Musst du einfach machen. Musst die Mission finden, schaffen und dann wieder zurückkehren. So schaut's aus. So, Leute, jetzt beginnt das Cringe-Fiesta. Cecile zückt ihren Zauberstab. Gut.
Siehst du? Wir zur Ritualisten. Let's go. Habe ich nicht schon so ein bescheuertes Bild gemacht? Ja, habe ich nicht. Tja, Cecilia wird zur Ritualistin. Guckt euch den Cringe jetzt an. Das ist so cringe. Paragon, Kanalisierung, Zwiesprache, Leute. Los geht's. Tja. Ich sag's euch, wie es ist. Paragon 1 gegen 1. Ultra schlechte Klasse. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Einfach nicht gut. Das heißt, wir machen das Rätsel richtig lame. Packen einfach ein paar Geister rein. Um 1 gegen 1 sind nämlich sick. Hä, aber hat denn dann das Ding gar nicht auch Geister oder wie? Nee, beim Prophesize gab es ja noch keine Ritualisten. Turan mit IQ. Die checken das nicht, der hat ja nix. Kann nix, macht nix. Das ist ja ein unheimlicher Cheese. Ja, natürlich, aber wie soll ich es denn sonst schaffen? Aber als Paragon hätte der auch keine Fähigkeiten, oder doch? Doch, der ist... Weiß ich nicht. Gute Frage. Aber mit den Geistern geht auf jeden Fall nicht. Ehe euch der Eintritt gewährt ist, müsst ihr 3 Prüfungen bestehen. Du bist aber nicht up to date. Haben wir doch. Doch. I'm alone! Forever alone! 51 Energie, let's go! I'm also alone! Ich meine, ich sehe schon so aus wie so ein Ritualist. Boah, die Atmosphäre ist so krass mit dem... Schon krass. Bei mir hat die Map noch nicht rein. Lord Valodor. Sinn des Tages wurden von den spirituellen Flammen verbannt. Ihr seid jetzt geläutert, bereit, über euch richten zu lassen. Ich hab nichts verbrochen. Ich hab nichts verbrochen, nur sollt ihr von mir. Tja, hoffentlich seid ihr in Aufgaben gewappnet. Jetzt schon. Jetzt schon mit den scheiß Geistern. Kleines Rätsel, einfach auf die Platten gehen, schon aktiviert sich das. Ja, nicht schwer. Man kennt's. Aber voll die geile Zwischensequenz. Eigentlich schon, ne? Für damals vor allem. Immer noch ziemlich sick. Den Blitzen. Thor macht uns den Weg frei. Geil. Kann man wieder claimen? Nicht, dass jetzt die Geister hin sagen, ihr habt unsere Wand zerstört, die heilige Wand. Jetzt verachten wir euch genauso wie die Vergessenen. Trau ich denen so? Boah, die Treppen, ey. Wie sie hochwalkt. Wie ich so eine Queen. Ein paar Sekunden hinter dir, ey. Oh, das sieht so episch aus, ja. Oh, shit, das sieht so fucking episch aus. Das ist halt jetzt wirklich so ein Boss. Wie so ein Kingdom Hearts Boss sieht der aus. So eine dunkle, mystische Gestalt. Das ist halt 1 gegen 1. Und ich muss irgendwann nochmal zur Ritualistin werden. Und zwar in Eye of the North, da gibt es ja auch noch so eine Arena. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Ja. Let's go, girl! Siegel der Geister. Essenzschlag, Blutgesang. Die macht doch Geister! Die ist gefixt. Das war früher nicht so, ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Aber funktioniert. Ich kann eine Ritualistin sein. Darauf hat die Welt gewartet. Ich verstehe nicht warum, aber mein Doppelgänger setzt mich oh, ich schaff das nicht. Ein. Das war früher nicht so. Was du einfach deine Geister macht, war easy going. Haben die fix. Besiegt den Doppelgänger in weniger als 10 Minuten. Oh, come on, ey. Ja, gut, ja, so blöd ist der niemand. Wenn noch nicht vorbei ist, ey, dann ja, echt. Aber ich habe kein Energieproblem und kannst wirklich Rito Power spielen. Yes, first try! I'm the best! Naja, ich war früher fertig. Ja, aber guck mal, was ich für ein beschissenes Handicap hab, ey. Schon ein bisschen, ja. Aber episch. Geisterbattle hat Spaß gemacht, irgendwie. Ach, jetzt weiß ich, was das Problem von meinem Gegner war. Die haben ja die ganzen. PvE-Fertigkeit. Das war das. Ja. Da war es so leicht in meinem Main. Ebon, Forward, Vampirismus, die Geister konnten sie nicht machen. Moasart. Ich habe halt nur die Basic-Rito-Sache, ne? Das war halt nicht so der Hammer.
Ja. Aber es funktioniert. Ich hatte null Energieprobleme. Naja, am Ende hast du null. Ja, aber ich habe ja immer Geist abzapfen wieder gemacht. Ich habe mich immer hochgetankt. Cool. Das war geil. Das war richtig vorhanden gemacht. Hätte ich nie gedacht. Naja, Ritupa wird zurückkehren, ihr Lieben. Der Ritupara wird zurückkehren. Jetzt wieder die Order hier so blöd. Was hat sich kleines Ziel nur für einen Scheiß ausgedacht damals, echt? So ist gut. Ja. Oh nein! Goran! Oh, siehst du das, was ich sehe? Die 8, das erstmal im Prophesize. Das erste Mal die 8. Würde ich sagen, so ein Nazi. Geil, Lomatico, ey. Ein bisschen Nazi. Dann hat Zimmer ja wahrscheinlich gar keine Energieprobleme, ey. Wenn ich das schon als Paragon kriege. Tada! Aber du brauchst es halt nicht als Paragon. Paragon ist mit Rito die beste PvE-Klasse. Eigentlich schon noch besser als Rito. Du brauchst halt nicht irgendwie Ghost-Spammerin spielen. Nee. Ist halt echt besser, gerade mit heroischer Frei. Viel besser als Ghost-Spammer. Viel, viel besser. Aber ihr habt's gesehen, man kann's machen. Wenn man lustig ist. Cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Heute haben wir mal einen kürzeren Guild Wars Part, wa? Oh shit, ja. Zwei Missionen, trotzdem nur 20 Minuten. Aber das ist zu heftig jetzt. Da müssen wir einen Cut machen. Ja. Die Mission dauert richtig lange, die Mission ist richtig cool. Da müssen wir direkt mit starten. Die ist auch richtig episch. Wie gesagt, meine Lieblingsmission hatte ich ja schon jetzt gemacht. Das war es mit der Arena. Aber die jetzt auch in sich, die ist auch richtig cool. Wobei die ein bisschen LSD-Trip-mäßig wird. Also sag ich schon mal vorgewarnt. Boah, die Atmosphäre, ey. Vor allem, wir sind jetzt einfach im Nirgendwo. Die Drachenhöhle. Stimmt. Einfach so. Wurde gar nicht erklärt, warum wir hier sind, ne? Weiß ich nicht. Also irgendwie nicht so hat diese Stimme uns noch irgendwas erzählt, aber ich hab nicht richtig zu. Da Glint erwartet uns. Glint! Seht, was ihr tut. Okay. Gut, ihr Lieben. Kürzer Part, muss auch mal sein. Gab schon oft genug eine Stunde Parts. It is how it is. Daumen hoch für Ghost Spammerin, sie ist hier. So witzig. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Tschüss. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!